Herzlich willkommen auf meinem Kanal Farbenfroh 60 Plus. Ja, der 25. Juli ist jetzt schon ein paar Tage vorbei. Heute haben wir ja Sonntag nach dem 25. Juli. Und somit ist heute eigentlich nochmal so ein dreimonatiges Fazit-Video. Komplett, habe ich euch ja versprochen, von meiner eigenen Challenge, dass ich FDH als die beste Form finde, abzunehmen und dass ich vom 25. April an mir geschworen habe, 3 Monate lang vegetarisch zu leben, zu essen. Und ich habe gesagt, rein vegetarisch, das heißt für mich persönlich, ich habe keine Fake-Produkte verwendet. Ich habe also Fake-Produkte für mich sind vegetarische Wurst, vegetarisches Fleisch, vegetarischer Fisch, vegetarischer Speck, vegetarisch, was gibt's noch, vegetarisch, also alles, was jetzt an vegetarisch oder vegan nachgemacht wurde, also es gibt vegetarische Salami, es gibt vegetarische Schinkenspicker, es gibt vegetarische, ach weiß ich nicht, was auch immer der Fall, das kam für mich nicht in Frage. Wie schon in meinem ersten Fazitvideo, was ich oben verlinke in der Infobox, habe ich ja gesagt, dass wir Ende Mai eine Woche mit Freunden in den Urlaub gefahren sind und dass ich festgestellt habe, wenn wir in den Urlaub fahren, dass ich möchte kein querulanter Gast sein, der immer extra was bestellt und vielleicht die anderen nervt, habe ich also von da ab mich entschlossen, Fisch dazu zu nehmen. Weil ich festgestellt habe, rein vegetarisch zu kochen, ist sehr aufwendig. Ich muss wirklich vieles nachlesen. Es, sagen wir mal so, es geht nicht in meinen Alltag einzuflechten. Oder ich müsste aber Kartoffeln und Soße kochen, aus weiß ich nicht was, aus Mehlschwitze gemacht und Gewürze rein. Oder ich müsste Rührei mit Salzkartoffeln, Rührei mit Bratkartoffeln, Spiegelei mit Bratkartoffeln, also alles das. Ich bin eine Hausmannsköchin. Ich habe einen Vorrat, in dem ich wirklich aufmache und sehe, was ich habe und daraus zaubere ich etwas. Vegetarisch richtig kochen, und zwar rein vegetarisch, hieß auch erst einmal für mich umdenken. Einkaufen, gewisse Sachen dazu kaufen. Was mache ich? Hier zu Hause war es auch nicht schwierig, ein Kohlrabi-Schnitzel, ein Sellerie-Schnitzel, ein Zucchini-Schnitzel zu machen, ein Auberginen überbackene kleine, wir haben die immer Gemüseschnitzelchen genannt, aus Blumenkohl etwas zu zaubern, Blumenkohlschnitzel zu machen. Also das war hier zu Hause null Problem. Aber ich wusste, dass wir nach Österreich fahren und da wurde es zum Problem, weil wenn ich nicht jeden Tag ein Kloß essen wollte mit Salat oder Kartoffeln mit Salat oder Pommes, was sowieso nicht meine große Leidenschaft sind, dadurch habe ich den Fisch dazu genommen. Habe das sehr, sehr, sehr gut überstanden, habe auch oftmals nur einen Salat gegessen, habe doch auch da in den Restaurants, in denen es da wirklich vegetarische Gerichte gab, habe ich das gemacht. Ich habe auch ein Restaurant tatsächlich, da habe ich mir den Koch kommen lassen und habe gesagt, sie haben unter der vegetarischen Küche einen Brokkoli-Topf mit Schinken. Ist da nicht ein Irrtum? Sag ich, dann muss es anders deklariert werden. Er hat sich vielmals bei mir entschuldigt und hat gesagt, ja stimmt. Sagt er, das habe ich noch nie so gesehen. Ich dachte, Schinken könnten Vegetarier essen. Es war herrlich. Wir mussten alle 4 herzlich lachen. Er hat mir dann den Brokkoli-Topf ohne Schinken gemacht. Und mal sehen, wenn wir das nächste Mal in die Region kommen, ob der immer noch auf der Karte steht oder ob er die Seite tatsächlich auswechselt. Also wir haben auch lustige Sachen erlebt. Ja, nun ist die Zeit
Also, FDH, fangen wir mal da an. FDH hat mir 5,4 Kilo bis jetzt Minus eingebracht. Das heißt wirklich, ich lebe immer noch von kleinen Tellern. Ich kann gar nicht mehr jetzt essen, weil ich ein viel schnelleres Sattempfinden habe. Ich trinke nach wie vor 2,5 Liter bis 3 Liter Flüssigkeit am Tag. Das ist für mich ausschlaggebend. Immer vorm Essen, eine halbe Stunde vorm Essen trinke ich ein Glas Wasser und eine halbe Stunde nach dem Essen sättigt insgesamt noch. Ich verzichte auf gar nichts. Das heißt, wir haben immer gegessen, manchmal sogar, nur sogar, wenn wir selber gekocht haben, Dreigangmenü, Salat klein vorweg, dann eine Hauptspeise auf dem kleinen Teller und natürlich gab es immer ein Kompott-Dessert dazu. Obst oder jetzt Melone in der warmen Zeit, auch alles reduziert. Wir waren ringsrum, haben wir festgestellt, wir waren ringsrum glücklich, weil wir alles hatten. Wir haben auch überhaupt beide keinen Heißhunger mehr. Mein Held hat ja Wochen später sich dazu entschlossen, auch vegetarisch zu leben. Wobei der tatsächlich auch dann sehr schnell immer der Flexitarier war. Der hat schon seine Rostbratwurst gegessen, er hat seine Currywurst bei Freunden gegessen. Unser Freund war, hat uns zum Grillabend eingeladen. Der hatte extra für mich so Mozzarella-Tomatenpäckchen gemacht und einen Kartoffelsalat haben die immer mit Schinken drin. Für mich hat er extra gelassen, nur mit Ei drin. Also das war richtig interessant. Mein Fazit ist nach wie vor, glaube ich, dass ich nicht zum Vegetarier geeignet bin. Ich habe nie Heißhunger auf Schweinefleisch gehabt. Und ich glaube, das streiche ich auch. Ich glaube nicht nur, ich weiß es. Das streiche ich komplett von meinem Speiseplan. Da habe ich auch gar keine Lust mehr drauf. Ich habe null Bock mehr auf Wurst. Jeglicher Art. Ich gucke das an und sage, das brauche ich nicht. Ich brauche den Käse wie die Luft zum Atmen. Und ich habe veganen und vegetarischen, also veganen Käse probiert. Es tut mir leid, da sind die. Also, das tut mir leid, das schmeckt nicht. Es schmeckt nicht. Und ich würde mir da was vormachen, wenn ich sagen würde, oh, das ist toll, das ist toll. Nee, ist für mich nicht toll. Also, Käse in jeder Art. Ich habe nach 2,5 Monaten fing ich an, die Hühnersuppe zu vermissen, weil es gab überhaupt nichts, was mir da den Geschmack eingebracht hat. Oder ich hätte gefakte Hühnerschnitzel kaufen müssen. Also für mich ist das gefaked. Das tut mir leid, wenn ich das auch hier immer wieder so sage, weil ich finde nach wie vor, dass mindestens ein Drittel derjenigen sagt, also wegen mir muss kein Tier sterben, wegen mir muss kein Tier sterben, ah, ich esse kein Fleisch mehr. Das muss ich jetzt so sagen, das sind Trittbrettfahrer. Das sind einfach Trittbrettfahrer. Und wenn ich habe selber 3 oder 4 getroffen und dann habe ich die mal gefragt, wie ist denn das eigentlich, wenn ihr Fliegen in der Wohnung habt? Naja, die tötig. Ja, kannst, nee, also eine Spinne, um Gottes Willen, die wird bei mir gleich klatschtot. Hä? Aha. Also, für dich muss kein Tier getötet werden, deswegen isst du das nicht, holst dir aber Salami gefaked, holst dir Fleisch gefaked, weil dir der Geschmack fehlt, also da fehlt etwas. Aber Fliegen, und, was auch immer. Ich habe mich wirklich bemüht, die Leute zu interviewen. Und ich kann das. Ich kann das wirklich. Ich habe das von hinten durch die kalte Küche, habe ich das gemacht. Ich habe die dann nicht drauf angesprochen. Und wenn die mir jetzt erzählen, naja, eine Fliege kann ich töten oder eine Spinne kann ich töten oder eine Mücke, die mache ich sowieso tot, indem ich die klatsche, weil die tut mir ja weh. Das sind für mich ein Drittel, sage ich mal. Sind einfach Trittbrettfahrer, die da was gehört haben. Natürlich gibt es Menschen, die sagen, für mich soll kein Tier mehr sterben, aber deswegen kann ich doch das Produkt holen, was mir immer geschmeckt hat. Dazu habe ich Folgendes zu sagen. Ich habe Metzgermeister interviewt, die jetzt auch hinten tatsächlich in einem extra Raum
die vegetarischen Sachen zubereiten. Wenn ihr wüsstet, was da für ein Scheiß drin ist in diesen Würsten. Und das habe ich mich auch erkundigt. Und da haben die gesagt, das ist für uns so schwierig. Wir müssen einen extra Block, der abgeschlossen ist. Wir müssen extra Werkzeug haben. Und wenn ihr wüsstet, dann haben die mir die Bottiche gezeigt, was da alles reingemacht wird, um in eine gefakte Currywurst, Bratwurst, was da reinkommt, Kinder, wenn ihr das wüsstet. Dann würde ich nach wie vor sagen, lasst das sein, ihr tut eurem Körper 0, 0, 0 Gutes. Also, ich kann nach wie vor sagen, habe es auch nachgelesen, reine Vegetarier leben sehr gesund, haben wenig Entzündungen in dem Körper, haben wenig mit Gelenkproblemen zu tun, sind meistens sehr, sehr fitte Menschen. Das sind die, die rein vegetarisch leben. Rein vegetarisch ist aber heutzutage relativ schwierig, weil ihr müsstet alles, was ihr kauft, müsstet ihr von Biobauern kaufen, weil auch die Produkte, die ihr vegetarisch esst vom Feld weg, die werden heutzutage fast überall behandelt. Ihr dürftet diese Sachen auch nie von Übersee haben oder aus Holland. Ihr müsstet sie regional haben und ihr müsstet sie immer und fortwährend saisonal essen. Also, ihr seht, ich habe mich wirklich in diesen 3 Monaten damit beschäftigt, dass ich nach wie vor sagen kann, wer ein vernünftiges Stück Fleisch von einem vernünftigen Bauernhof, Metzger in der Region oder aber auch außerhalb der Region, wer weiß, woher das Fleisch herkommt, wer weiß, wie es behandelt wird, wer weiß, wie das ist. Der weiß in Gottes Namen, und wer das Fleisch dann nur isst, weil er mal ein gutes Stück Fleisch essen möchte, der weiß einfach, ja, dass da dann dafür ist das Tier gestorben, um uns zu ernähren. Und bis dahin ist das Tier so versorgt worden, wie es ist. Keine Frage. Supermarktware lasse ich komplett die Finger weg. Ich gehe nur noch zum Metzger. Und ich weiß, wo ich meinen Huhn herhole. Und ich kann euch sagen, in dieser Woche gab es gleich am 25. war es beendet, gleich einen Tag später gab es Hühnerfrikassee. Es gab in dieser Woche für mich Hühnerkeulen. Und es gab auch eine schöne Hühnersuppe. Das hat sich so ergeben, weil wir 4 Hühnerkeulen hatten und wir essen ja jeder nur eine. Und dazu einen schönen Salat. Und ich weiß, woher ich das Huhn habe. Das hole ich mir auch nicht mehr aus dem Supermarkt, sondern ich weiß, woher ich es beziehe. Und ich weiß zum jetzigen Zeitpunkt, dass das einfach jetzt ein Nachholbedürfnis war, aber dass ich Fleisch nach wie vor von 7 Tagen maximal an 1 oder 2 Tagen esse. Fisch brauche ich. Liebe ich auch. Fisch gibt es ja in allen Variationen, finde ich auch gut, wird auch auf den Tisch kommen, aber ganz, ganz oft wird auch in Zukunft dem Schnitzel, auf jeden Fall diesem Fleischschnitzel, wird das Kohlrabi, Sellerie oder Blumenkohlschnitzel weichen. Das ist einfach so. Und bevor wir ein Putenschnitzel essen, werden wir mit Sicherheit eher ein Blumenkohlschnitzel essen, schmeckt nämlich genauso, schmeckt richtig gut. Ich habe es so gut gelernt. Wir haben jetzt wirklich immer einen Berg Gemüse da. Es gibt so viele Variationen, wenn man zu Hause selber kochen kann. Unterwegs wird nach wie vor die Schwierigkeit sein, etwas zu finden, aber auch da. Und ich weiß zum jetzigen Zeitpunkt schon, dass ich mich tierisch, tierisch freue auf den Spätherbst, und damit meine ich wirklich Spätherbst. Da gehe ich nämlich zum Metzger meines Vertrauens und da werde ich 4 wunderschöne Rinderrouladen holen und die werde ich schmackhaft zubereiten. Und ich weiß, wie es dem Tier ging und ich weiß, es ist gestorben, um uns zu ernähren. Ich handhabe es wie der Löwe, der muss seine Familie ernähren und der tötet auch ein Tier.
und nicht wahllos 20.000 Tiere, also für alle Vegetarier, Veganer, wie auch immer, die immer nur sagen, für mich muss kein Tier sterben. Die sollten daran mal denken, eher etwas zu tun, dass die Massentierhaltungen aufhören und nicht nur einfach sagen, ich esse kein, das ist auch das, was die Metzger oder die von den großen Höfen, wo es auch Fleisch und alles gibt, dass die sagen, Kinder, wenn ihr alle wieder normal werdet und alle wieder nur Fleisch, so wie wir es früher gewohnt sind, bei uns gab es halt nur Sonntagsfleisch. Unter der Woche vielleicht mal eine Bratwurst, aber das war schon selten. Ansonsten gab es viel mit Eiern und viel mit Kartoffeln und viel mit Nudeln. Da haben wir heute auch gar keine Schwierigkeit. Wir haben uns alle sehr, sehr viel mehr bewegt. Und wir waren alle schlank, muss ich dazu sagen. Wir waren nie, also in meiner Familie herrschte keiner, der dick war. Aber ich erschrecke mich schon. Gott hab ihn selig, ich habe ihn sehr, sehr geliebt. Dirk Bach war ein Vegetarier. Ich muss nicht mehr sagen. Und wenn ich viele Vegetarier sehe, die wirklich aus dem Klabaster gehen, dann scheint ja wirklich diese Fake-Produkte etwas zu beinhalten, was die gar nicht berücksichtigen. Die wollen nur diesen Geschmack haben. Das ist meine Meinung. Ihr könnt alle anderer Meinung sein. Ich nehme keinem das weg, was er gerne möchte. Und wenn sich jemand nur, wenn er jemand Probiot ist, also wenn er nur gerne Körner isst, weil er gerne nur Körner isst, dann bitte schön, dann soll er das tun. Und wer nur vegan ist und wer nur vegetarisch ist und wer flexitarisch ist, der kann das alles gerne tun. Aber wir müssen alle mal darüber nachdenken, was in ein Produkt, was mir den Geschmack eines Schnitzels oder einer Salami geben muss, was da drin ist, lest es euch bitte hinten dran mal durch, was da drinnen ist. Und wenn ihr dann im Google guckt, was das ist, was da drin ist. Das habe ich wirklich gemacht und das habe ich die 3 Monate gemacht. Übrigens kann ich mit Erfolg sagen, dass ich zwischenzeitlich, wenn wir mal essen gehen, wenn wir feiern gehen, wenn ich ein Glas Wein mehr trinke, wenn ich vielleicht einen Cocktail trinke, wenn man mal so einen ruhigen Tag hat, wenn ich mal keinen Sport mache, dann pulsiert es bei mir zwischen, ja, ich nehme manchmal 300 Gramm zu, manchmal nehme ich 800 Gramm zu. Ich habe aber auch schon mal einen Gammeltag gehabt und da habe ich also viel Obst gegessen, ich habe Nüsse gegessen, ich habe Chips gegessen abends, wir haben einen Cocktail getrunken mit meiner Tochter, so ein Lillet, auch wieder mit viel, viel Obst. Dann habe ich auch 1 Kilo nach oben. Aber der nächste Tag ist für mich dann wieder normal und es schmeckt mir alles besser, es bekommt mir alles besser. Ich habe das Gefühl, dass in meinem Körper alles sehr, sehr viel besser verarbeitet wird. Ich selbst bin fitter. Meine Haut sieht anders aus, auch wenn ich nicht anders aussehe. Meine Haare haben reagiert. Ich nehme zwar Kapseln, ja, aber ich habe schon immer Kapseln genommen. Aber mein Haar sieht gesund aus. Mein Haar wächst schneller. Das ist alles das, was ich in diesen 3 Monaten tatsächlich erlebt habe. Aber wie gesagt, mit der Prämisse, Schweinefleisch ab sofort gestrichen, Wurst ab sofort gestrichen. Ich werde mir kein einziges Fake-Produkt holen, sondern ich werde weiter so leben wie bisher. Allerdings Fisch und derzeit auch Huhn mal mit in meinen Speiseplan mit reinnehmen. Und das heißt auch jetzt nicht für mich, ich esse Montag Fisch, Dienstag Huhn, Mittwoch Fisch, Donnerstag Huhn, Freitag Fisch, Sonnabend Huhn und Sonntag auch nochmal Huhn. Nein. Überwiegend bleibt es bei reiner vegetarischer Küche. Ich habe aus roten Linsen und viel Gemüse mit allem drum und dran eine wunderschöne Gemüse-Bolognese. Die schmeckt meinem Held heute besser als die Hackfleisch-Variante.
Und man muss viel weniger reinmachen, weil da ist durch viel Gewürz, und wir wissen alle, also gute Gewürze und gute Kräuter. Kräuter habe ich selbst in meinem Garten, da wird nichts gedüngt, da wird nichts Pflanzenschutzmäßiges gemacht. Wir haben eine reine Erde, also das ist richtig gut. Die trockne ich auch im Dörrautomat. Und Gewürze habe ich mir Just Spices jetzt geholt. Da sind ja viele Gewürze drin, aber weniger Salz. Das habe ich auch jetzt gelernt. Ich habe auch Kräutersalz statt normalem Salz genommen. Verwende wesentlich weniger Salz, aber viel mehr Kräuter und Gewürze. Ich habe einen ganz anderen Geschmack bekommen. Und daher habe ich auch gar keinen Heißhunger mehr. Und es gibt tatsächlich, wenn man vegetarische Zeitschriften sich, also hier Kochzeitschriften sich holt, es gibt so viele Dinge, die man dann auch vorkochen kann und kann sie dann am nächsten Tag mitnehmen. Die Bowls. Überall, ja, also auch bei uns hier. Meine Tochter war jetzt gerade in Friedrichshain, hat sie da eine Verabredung gehabt, in einem Bowl-Restaurant. Da haben die sich Bowls geholt. Es gibt überall die thailändischen Gerichte ohne Fleisch oder die indischen Gerichte ohne Fleisch. Wenn er die probiert und wenn er die esst, esst ihr nicht mehr ein einfaches Schweineschnitzel, was fett ist und was manchmal nicht gut zu schneiden ist und schon gar nicht aus dem Supermarkt, was ja nur ein Stück Fleisch ist. Also ihr habt einen ganz anderen Geschmack auf Zunge und Gaumen bekommen. Jo, also FDH wird bei mir weitergemacht, ist für mich nach wie vor die allerbeste Einstellung zu meiner Ernährung, weil es ist gar keine Diät, sondern es ist einfach die Einstellung zu meiner Ernährung. Drei Hauptmahlzeiten am Tag, ein oder zwei kleine Zwischenmahlzeiten, wenn es mal so ist, dass man dann sagt, na gut, vormittags esse ich ein Obst, nachmittags haben wir manchmal auch ein Stück Kuchen gegessen, dann haben wir uns eins geteilt. Und wenn man das langsam isst, hat man das Gefühl, man isst ganz viel. Und ich brauche auf nichts, aber auch gar nichts in meiner Ernährung und in meinem Wohlbefinden zu verzichten. Und ich glaube, der Verzicht, der macht das, dass man dann Heißhungerattacken kriegt. Logisch. Gut, also die einzige Diät, und das ist jetzt wirklich ein Witz, die ich jemals mache, ist, ich esse alles, worin keine Banane vorkommt. Ich mag Banane nicht. Aber auch da gibt es keine Diät. FDH ganz oben. Versucht es einfach mal. Versucht mal darüber nachzudenken. Und auch vegetarisch habt ihr jetzt mein Fazit. Wisst ihr jetzt Bescheid? Und ja, schreibt mir doch in die Kommentare mal rein, was ihr insgesamt davon haltet, wenn ihr Tipps haben wollt, wenn ihr wissen wollt, wenn ihr vielleicht auch mal wissen wollt, dass ich vielleicht mal vegetarisch was koche, dann mache ich gerne mal so ein Kochvideo mit meinem Helden zusammen, um dann zu zeigen, wie schmackhaft etwas ist. Aber ja, das war's. Es kommt ein zweiter Teil entspannt hinten ran, eine weitere Geschichte werde ich lesen, damit dieses Video noch so einen schönen Abschluss hat. Und freue mich, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt, wenn ihr mir ordentlich eure Eindrücke meines Videos und meines Fazit vielleicht mal durchgebt. Wenn vielleicht der eine oder andere darüber mal nachdenkt und sich mehr erkundigt, bevor er etwas isst, was ihm vielleicht auf Dauer gar nicht gut tut. Na, wir bestimmen die Marktwirtschaft, wir sind diejenigen. Und wenn zwei Drittel aufsteht und sagt, ich brauche vegetarische Salami, ja, hallo, die Wirtschaft, die lauern ja nur darauf, ein neues Geschäft aufzumachen. Na? Also, wenn wir Chips demnächst mit Sonnenmilchgeschmack haben wollen, dann wird auch da reagiert. Das sind wir, die das bestimmen. Und das sind die Firmen, die auf Suche gehen, den Geschmack zu haben. Und das finden sie ja auch. Aber erkundigt euch bitte, so wie ich, nach dem Wie, Was und Wo. So, und
Alle Vegetarier sollten irgendwann mal aufstehen und sollten darüber vielleicht auch mal ein bisschen nachdenken und vielleicht der Wirtschaft mal helfen, dass wir vielleicht oder den Menschen helfen, gutes Fleisch zu essen, zu wissen, wo das Tier herkommt, viel, viel seltener zu essen, anstatt nur zu sagen, ich esse kein Fleisch mehr, weil kein Tier für mich sterben will. Das ist keine Aussage. Man muss sich wirklich danach erkundigen. Und das habe ich im besten Wissen und Gewissen tatsächlich getan, weil ich Menschen angesprochen habe, weil ich Metzger angesprochen habe, weil ich Biobauernhöfe angesprochen habe, weil ich Bauern angesprochen habe, weil ich die Menschen, die auf Bauernhöfen mit Tieren leben, angesprochen habe. Und genau von daher kommt's. Und die Massenproduktion, wissen wir, fängt ja bei der Milch an. Warum landete denn so viel vor dem Reichstag? Weil wir Menschen alle Billigmilch trinken, die gar keine reine Milch mehr ist. Würden wir weniger Milch trinken oder die bessere Qualität haben, dann hätten die Bauern auch eher und die Tiere, die armen Tiere, deren Milch man zwar melkt, weil man sie melken muss und weil der Bauer die Tiere melkt, weil er sie liebt, aber die Milch, die schüttet er auf die Straße, weil sie keiner mehr haben will. Das ist alles so ein bisschen verkehrte Welt, oder? Und insofern lasst uns die Welt genießen. Ich werde sie genießen und ich freue mich, wenn ihr mir zugehört habt bis zum Schluss. Und wenn ihr noch Lust habt, kommt in den zweiten Teil, dann kommt dann noch eine kleine schöne Geschichte. Holt eure Enkelkinder, eure Nichten, Neffen mit ran und ihr selber, wenn ihr gerne eine Geschichte hört, dann setzt euch dann in Ruhe hin, dann sehen wir uns gleich wieder. Erst muss die Fliege hier töten. Tschüss. So viel zum Thema, ne? Ich wünsche euch erstmal was und bis gleich, Donnerwetter. Eure Farbenfrohe 60 plus. Zweiter Teil. Zweiter Teil. Zweiter Teil eines Vlogs der besonderen Art. Zuerst ein bisschen von mir und jetzt ein bisschen für euch. Jedenfalls für alle die, die mich immer wieder bitten, von meinen eigenen geschriebenen Geschichten aus meinem riesigen Buch mal wieder eine Geschichte zu erzählen. Ich freue mich natürlich riesig darüber, weil ich immer finde, dass ich habe immer Angst davor, euch Geschichten zu erzählen. Aber ich freue mich natürlich auch darüber, wenn so viele mir sagen, doch, wir hören dir gerne, gerne, gerne zu. Dann setzt euch jetzt bequem hin. Oder habt ihr es etwa schon? Habt ihr die Kleinen auch mit rangeholt, die ihr so kennt? Und genießt die Geschichte oder das Märchen? Oder die erfundene Geschichte von mir selber. Und zwar das Märchen von Prinzessin Nunnemie und Herrn Silberdistel. Das habe ich schon lange nicht mehr gelesen. Daher muss ich ab und zu und etwas öfter auch auf den Text schauen. Bei vielen Geschichten weiß ich schon immer, wie es weitergeht. Aber die habe ich echt schon lange nicht gelesen. Also die ist auch etwas für mich. Es war einmal in einem Land weit, weit hinter der Welt, zwischen Urbistan und Nimmerland. Dort lebten winzige, lustig aussehende Fabelwesen mit ganz komischen Namen. Und dort war auch die Heimat von Prinzessin Nunnemie. Ihr Aussehen erinnerte so ein ganz klein wenig an eine Maus auf zwei Beinen. Sie hatte Ohren aus Rosenblättern und war am kleinen Körper über und über mit Glitzerstaub bedeckt. Ihr müsst nämlich wissen, dass eine Prinzessin des Landes hinter der Welt nur durch ihre anderen Ohren und den Glitzerstaub zu erkennen war. Die normalen Fabelwesen trugen keinen Glitzerstaub und hatten Ohren aus normalen Blättern.
Nur die Mäuseähnlichkeit war gleich im ganzen Land hinter der Welt richtig. Das Land hatte den Namen Mautisa. Dort schien das ganze Jahr die Sonne. Und alle Wesen dort waren so lieb zueinander. Sie waren froh und total zufrieden. Das Prinzessinnenschloss der kleinen Nunnemi war eine wunderschöne blaue Glockenblume, so blau wie mein T-Shirt, die mitten im Wald stand. Ihr seht, wie winzig die Prinzessin war, da sie im Blütenkelch Platz hatte, trotzdem dort alles drin war, was sie braucht. Damit das Schloss gut beschützt stand, obwohl niemand des Landes hinter der Welt jemals etwas Böses getan hätte, bewachte es Herr Silberdistel. Ein schon alter, in die Jahre gekommener, silberbärtiger, manchmal etwas grimmig dreinschauender, aber trotzdem netter Wachtposten. Er war schon 150 Jahre alt und sein Bart piekte so doll, wenn man ihn berührte. Aber er sorgte dafür, dass kein böser Geselle aus einem Nachbarland vielleicht dem Schloss oder sogar seiner Prinzessin etwas zuleide tun wollte. Immer, wenn jemand zur Prinzessin wollte, musste er erst an Herrn Silberdistel vorbei. Manches Mal könnt ihr euch sicherlich denken, schlief er sehr, sehr fest, weil er ja schon so alt war. So auch an diesem Morgen. Da hatte er sogar mal wieder Ohrenwatte sich in die Ohren gestopft, weil nämlich nachts die Grillos, das sind die kleinen Nachtwächter des Waldes, so einen Lärm machten. Ähnlich wie bei uns die Grillen. Wenn sie ihre Nachtflüge starteten, machten ihre Flügel immer und klatschten ständig aneinander so laut, damit jeder hören konnte, wie sie die Gegend durchforsteten. Und aus diesem Grund hatte Herr Silberdistel immer nachts Ohrenwatte in den Ohren. Daher hörte er auch nicht, wie alle Bewohner des Landes hinter der Welt ganz aufgeregt angelaufen kamen. Diese Fabelwesen, müsst ihr wissen, die sahen so ängstlich und aufgeregt auf den schlafenden Wachposten und schauten und überlegten, was sie machen sollten. Sie wisperten aneinander, aber auch Herr Silberdistel wurde davon nicht wach. Dann aber traute sich der Älteste laut zu rufen. Es war Malli, dann auch sein Bruder Nocki. Und zum Schluss nahm auch die kleine Silly noch eine Tannennadel und piekste Herrn Silberdistel damit in den Bauch. Der wurde davon wach und schaute verdutzt in die vielen Gesichter der Fabelwesenmenge, nahm dann schnell mal links und rechts die Ohrenwatte aus den Ohren, um zu hören, was hier überhaupt los war. Alle, aber alle riefen durcheinander, der eine was, der andere was, der eine was, der andere was. Jeder wollte der Erste sein, der ihm die Schreckensnachricht mitteilen wollte. Aber was passiert denn, wenn alle durcheinander reden? Herr Silberdistel verstand kein einziges Wort. Er musste erst laut einmal husten. Sein Bart ging dabei hin und her und alle hatten Angst, gepikst zu werden. Und augenblicklich war
verstummten alle vor Schreck. Nun bat er Mali, ihm zu sagen, was hier überhaupt los ist. Der wiederum beeilte sich, von den fremden Geschöpfen, man nennt sie Hommelisen, zu berichten. Sie kamen direkt aus Urbistan und waren die bösesten Tiere überhaupt, die sich in Schwärmen gleich hinter der großen Linde zum Eingang ins Mautiserland aufhielten. Sie wollten, so hat Mali sie belauscht, alle Blumen aussaugen, bis sie verwelkten und sogar das Schloss von Nonemi stehlen und zu sich nach Urbistan bringen. Oh. Selbst Herr Silberdistel erschrak ganz furchtbar. Und als er gerade nach Nonemi rufen wollte, stand sie schon am Glockenblumentor. Sie hatte alles mitgehört und schaute ganz, ganz ängstlich drein. Ihr glitzerbestaubter kleiner Körper und ihre Rosenblätterohren wackelten ganz komisch hin und her und der Glitzerstaub, der sah ein bisschen stumpf aus. Sie wusste nämlich, dass Hommelisa böse Insekten waren. Schwarz, hässlich und unglaublich bösartig. Und auf der Stelle fing sie an zu weinen. Mallis Eichenblattohren wackelten sehr, sehr, sehr vor Mitleid. Denn ihr müsst wissen, Mali war heimlich, ganz heimlich in Nonemi verliebt. Und er konnte sie einfach nicht weinen sehen. Was aber sollten sie denn tun? Herr Silberdistel wusste Rat und rief so laut er konnte seinen Freund, den Feuerkäferdrache. Der kam auf der Stelle zwar noch etwas müde, aber doch bei dem Ruf seines Freundes aus dem Bau der alten Birke. Dort lebte er mit seiner gesamten Familie und seinem großen Heer aus 100 anderen roten kleinen Käfersoldaten, so mit schwarzen Punkten. Ähnlich wie bei uns, wenn ihr es schon gehört habt, die Feuerkäfer. Aber auch nur ähnlich. Als er erfuhr, was geschehen ist und welche furchtbare Angst alle Bewohner von Mautisa hatten, pfiff er mit einem lauten Pfiff seine gesamte Armee zusammen und machte sich sogleich auf zur alten Linde an der Grenze zu Urbistan. Was die Hommeliser nicht wissen konnten, ist, dass Feuerkäferdrachen eine Art giftiges, stinkendes Gas in ihrem kleinen Schwänzchen haben, was bei echter Gefahr für die Fabelwesen und ihr Land herausströmt und denen, die es trifft, nur noch die Flucht bleibt, da sie sonst an diesem übelsten Gestank ersticken würden. Na, wisst ihr vielleicht schon, wie es ausgegangen ist? Nein, noch nicht ganz? Dann erzähle ich weiter. Als die Hommeliser so nichtsahnend zusammensaßen und sich ausmalten, wie sie dem Land hinter Urbistan denn ihren Schaden zufügen konnten und das Schloss stehlen würden mit der Prinzessin,
kam von hinten der Überraschungsangriff der Feuerkäferdrachen. Sie rasten auf die Hommelisa zu, rückwärts an die Hommelisa ran und das giftige, qualmende, stinkende Gas strömte direkt von den Schwänzen der Feuerkäferdrachen auf die Bande der Hommelisa zu. Und um zu überleben, blieb denen nur die Flucht aus dem Land. Mautiser. Niemals, aber auch niemals wieder würden sie freiwillig hierher kommen. Und niemand von den Fabelwesen sah sie auch jemals wieder. Hommelisa kamen nie mehr in das Land Mautiser hinter der Welt, gleich neben Urbistan. Die Feuerkäferarmee wurde von allen gelobt und Prinzessin Nunemi gab noch am selben Tag ein großes Fest zu Ehren der Feuerkäferarmee. Herr Silberdistel, Mali und Silly und Noki bekamen Blütenorden und alle feierten fröhlich bis tief in die Nacht hinein. Prinzessin Nunemi tanzte sogar einmal mit Mali und der war so glücklich darüber, dass er vor Freude ganz rot wurde und seine Eichblattohren vor Verliebtheit hin und her schaukelten. Ob und wann es wieder ein Märchen aus dem Land hinter der Welt gibt, das verrate ich euch gern ein andermal. Heute hoffe ich, dass euch auch diese Geschichte wieder gefallen hat. Ich würde mich freuen, wenn es so wäre. Ich würde mich auch freuen, das in den Kommentaren zu lesen. Ja, ich würde mich freuen über einen Daumen hoch, den ihr da lasst. Schreibt mir einfach, ob es auch wieder weitergehen soll mit hin und wieder einer Geschichte. Ich habe da derer mehrere. Und schreibt ansonsten, was euch auf dem Herzen liegt. Schreibt Wünsche, Anregungen, alles, was euch so auf dem Herzen liegt. Ich beantworte die Kommentare dann sehr gerne. In die Infobox kommt in beiden Fällen nichts, weder vom ersten Teil noch vom zweiten Teil. Genießt einfach dieses Video. Ich freue mich, wenn ihr einen wunderschönen Tag habt. Und wie gesagt, ich sage es immer wieder, wenn ihr mal träumt, ob groß oder klein, und ihr was Schönes träumt, schreibt es auf. Und dann schickt es mir vielleicht. Und dann lese ich eure Geschichte ganz gerne mal hier auf YouTube vor. Habe ich kein Problem mit. Ich brauche nur die Geschichten. Aber im Ernstfall habe ich auch immer noch selber Geschichten. Das ist kein Muss. In diesem Sinne wünsche ich einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Video. Sage ich Tschüss, eure Farbenfroh 60+.